Coming up next, Georgetown University Center for German and European Studies hosts a lecture by Lothar Maiziere, Prime Minister of the German Democratic Republic, known as East Germany. The Prime Minister is visiting Washington this week, and Monday afternoon he met with President Bush and Secretary of State James Baker. This Georgetown lecture was recorded last evening. Distinguished guests, students, faculty, and friends of Georgetown University, ladies and gentlemen, on behalf of Georgetown University's School of Foreign Service and our new Center for German and European Studies, I would like to extend a warm welcome on this early summer's evening. It is indeed a pleasure and an honor for our university community to participate in the historic visit to Washington of His Excellency Lothar de Maiziere, Prime Minister of the German Democratic Republic. The invocation will be offered by the Reverend Charles Gonzalez, S.J., Rector of the Jesuit Community. Please stand. Let us pray to the God who willed the union of nations, as we learned from the prophet Isaiah. It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains and shall be raised above the hills, and all the nations shall flow to it. And many peoples shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. He shall judge between the nations, and shall decide for many peoples. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn more war anymore. God of our hearts, teach us peacemaking, that more and more we will seek not confrontation, but reconciliation. God of our minds, give us understanding that more and more we will look out not simply in self-interest, but for the greater good of all. God of our spirits, guide us to a unity that more and more heals divisions with common purposes. Bless our brother Lothar. Fill him with your spirit, that he may do justice, love kindness, and walk humbly with his God. This we pray to your greater honor and glory. Amen. The Reverend Leo J. O'Donovan, President of Georgetown University, will introduce our distinguished guest. Ich darf Sie nun, Herr Ministerpräsident, auch in Ihrer Muttersprache ganz besonders herzlich willkommen heißen. Dass dies hier in dieser ehrwürdigen Halle geschieht, die nach dem ersten Studenten der Georgetown Universität, William Gaston, benannt ist, möchte ich zu den zahlreichen bedeutsamen Ereignissen dieses Jahres rechnen, die durch erst
und Einmaligkeit einen hervorragenden Status erlangt haben. This university has been signally honored over the last several months by the number of the new voices of freedom in Central Europe who have chosen to visit us and share their thoughts. Tonight, ladies and gentlemen, we extend a special welcome to the Honorable Lothar de Maiziere, Prime Minister since 1989 of the German Democratic Republic. Moreover, with the establishment of our new Center for German and European Studies, we at Georgetown have an intense interest in the future of the German states. It is therefore especially appreciated that the Prime Minister has chosen to speak to us tonight on a united Germany within a new Europe. Prime Minister de Maiziere combines in his own career three elements that have been significant in the revolution that has swept the nations of Central Europe in the last 2 years: music, law, and religion. He is a musician. For 10 years, he played the viola in orchestras, including the Berlin Radio Symphony Orchestra. Since 1976, he has been a member of the Lawyers Collegium in Berlin, and from 1987 to 1989, served as its vice chairman. And since 1986, he has been a member and vice president of the Synod of the Federation of Evangelical Churches in the DDR. We all recall the courageous role church leaders have played in the changes in each of the countries of Central Europe. Mr. Prime Minister, we welcome you warmly to our midst tonight and appreciate deeply your willingness to share your time and thoughts with us. In grateful recognition of your visit to our university, the oldest Catholic university in this nation, I am pleased and deeply honored to offer you the President's Medal of Georgetown University. Meine Damen und Herren, liebe Studenten, in der Benefikation hat mich berührt die Lesung aus Micha und das Bild von Schwerter zu Flugscharen. Ladies and gentlemen, dear students, in this Benefikation I was particularly impressed with the reading from the book of Micha and this symbolic quotation of beating swords into plowshares. Dieses Bild von Micha, Schwerter zu Flugscharen, hat in der Entwicklung zu der friedlichen Revolution des Herbstes 1989 hin eine bedeutende Rolle gespielt. This particular part of the Bible has played a very particular role in the non-violent revolution of our people, our road to freedom and democracy. Junge Menschen, die insbesondere unter dem kirchlichen Dach ihre Schutz- und Artikulationsräume gefunden hatten, haben in den frühen 80er Jahren unter dem Bild von Schwerter zu Flugscharen ihre Friedensarbeit geleistet. Young people who had only one shelter, that is the shelter of the church, in their strive towards freedom in the early 80s, had gathered and had risen to their feet under that symbol, which all of us know. That beating of swords into plowshares. Das Symbol Schwerter zu Flugscharen wurde in tausenden Exemplaren als Aufnäher auf Schüler- und Studentenjacken gefertigt. Swords into plowshares had been worn by thousands of people as stickers on their clothing. Und die Polizei wurde nicht müde,
die Studenten und Schüler mit Ordnungsstrafen, zum Teil sogar Gefängnisstrafen, zu belegen. Police and security went to great lengths to find them and to manhandle them. Und deswegen ist es für uns heute besonders bewegend, dass dieses Bild in neuer Weise Wirklichkeit wird. And that's why it's so moving to us tonight and today and in these days and weeks that this picture is coming to life. Und das ist nun heute, wo ich vor jungen Menschen spreche, in der Schriftlesung vorgekommen ist, berührt mich in ganz besonderer Weise. I'm particularly moved that this quotation was part of the benediction just now which opened our event in the presence of such an audience. Aber nun will ich mich in anderer Weise studentischen Fragen, aber auch Fragen der hier unter uns weilenden, nicht mehr ganz im Studentenalter befindlichen, zuwenden. But now let me deal with a number of issues on top of what I said, a number of issues of interest to undergraduates, to students and also to alumni. Ein deutscher Politiker, nämlich Bismarck, hat vor rund 120 Jahren gesagt, dass ein Drittel der Studenten an den deutschen Universitäten vor Überarbeitung zusammenbricht. Ein weiteres Drittel würde an den Folgen des lustigen Studentenlebens leiden und das letzte Drittel würde Deutschland regieren. A German politician, known to all of you, Bismarck, roughly 120 years back, said that at German universities, one third of the students would be close to collapse from overwork. Another third would severely suffer from cheerful student life. And the remaining third would govern Germany. Ich weiß nicht, ob diese Einteilung auch heute noch gilt und ob sie vor allem für Amerika gilt. I wonder if that classification still is valid today and valid for the United States. Zitat: Amerika, du hast es besser als unser Kontinent, der Alte, hat Johann Wolfgang von Goethe, unser wohl größter Dichter, vor rund 170 Jahren in seinen Xenien geschrieben. Wir wissen leider nicht, ob er eine solche Feststellung auch noch heute treffen würde. Aber eine große, eine unbeschreibliche Faszination haben die Vereinigten Staaten von Amerika auch heute noch für alle Europäer. America, you are much better off than our old continent. Our greatest poet, Johann Wolfgang von Goethe, put it like this in his epigrams, roughly 170 years ago. Unfortunately, we are not aware, we do not know if he would say so today. Nevertheless, the United States of America has continued to be incredibly fascinating to all Europeans. Nicht nur als Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern vor allem auch als ein Land, das in diesem Jahrhundert zweimal in die Geschicke Europas eingegriffen hat, und zwar freiheitsstiftend und friedensfördernd. Not only fascinating, not only as the country of unlimited possibilities, but even more as a nation which twice in this century has acted on European history, freedom founding and peacemaking. Und gerade in diesen Tagen blickte die Welt, auch vor allem Europa, wieder gespannt in die Vereinigten Staaten, um die Gespräche zwischen Präsident Bush und Präsident Gorbatschow zu beobachten und erwartungsvoll zu begleiten. In these days again, the rest of the world, above all in Europe, was anxiously looking at the United States to closely follow up with greatest expectations the discussions between President Bush and President Gorbatschow. Die Ergebnisse geben Hoffnung. Die Chance, dass wir vor allem in der Mitte Europas nach einem jahrzehntelangen Kalten Krieg zu ganz neuen Formen der Zusammenarbeit kommen und gleichzeitig damit eine Friedenshoffnung auf Dauer erreichen können, ist so groß wie noch nie. The outcome bears promise. The chances for us in the heart of Europe are greater than ever before to move from freedom from decades of Cold War
to brand new horizons of freedom and cooperation and to gain a genuine hope for lasting peace. Dieser Wandel im Grundsätzlichen ist ganz entscheidend auf die Person Gorbatschow zurückzuführen, dessen Politik eine neue Entwicklung in Osteuropa erst möglich gemacht hat. Ohne ihn wäre der Durchbruch zu Freiheit und Demokratie für die Länder Osteuropas nicht möglich gewesen. That change in basic issues is substantively attributable to the personality of Gorbachev, whose policies actually enabled new developments in Eastern Europe. Without him, the East European nations' breakthrough to freedom and democracy had not been possible. Er hat die Entwicklung nicht mit Panzern aufgehalten und mit der Macht einsatzfähiger Gewalt rückgängig gemacht, sondern mit einem pragmatischen Verhalten gefördert, das sich auf der Akzeptanz des Selbstbestimmungsrechts der Deutschen stützte. Dies ist eine Leistung, die von den Historikern eines Tages noch besser gewürdigt werden kann, als es ein Politiker heute dies tun kann. He did not stop progress by using tanks, nor did he try to revert it by means of operational violence. He rather encouraged progress by a pragmatic attitude that was based on acceptance of the Germans' right to self-determination. Historiographers, sometime in the future, and someday in the future, will be better capable than politicians at present to give that achievement the credit it deserves. Die Entwicklung der letzten Monate in Osteuropa hat gezeigt, dass die Idee der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte an Kraft nichts verloren hat. Die Begriffe Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind Urelemente des menschlichen Daseins, der menschlichen Existenz überhaupt. Sie lassen sich vorübergehend in Schranken halten. Unterdrücken lassen sich auf Dauer nicht. East European developments in recent months have unambiguously shown that the ideas of freedom, democracy and human rights have lost nothing of their momentum. The notions of freedom, democracy and human rights are original elements of the human nature and of human existence. They can be contained temporarily, but they cannot be suppressed forever. Gestatten Sie mir, dass ich über diese drei Begriffe, die verpflichtende Ideale sind, anhand der jüngsten Ereignisse und meiner persönlichen Einschätzung einige Ausführungen mache. May I briefly elaborate on these three notions? Obliging ideals. Some brief remarks against the background of most recent events and with my own assessment of them. Seit Menschen zusammenleben, denken sie über die Freiheit nach. Die alten Griechen haben darüber philosophiert, Thomas von Aquin, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Karl Jaspers und alle Denker. Die Dichter haben neben der Liebe wohl kein Thema so oft beschrieben wie die Freiheit. Der deutsche Dichter Friedrich von Schiller schrieb in einem Gedicht mit leidenschaftlicher Emphase: Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und wird er in Ketten geboren. Human beings have been pondering about freedom from the earliest beginnings of human community life. The ancient Greeks have philosophized on the subject, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Karl Jaspers, and scores of thinkers. Apart from love, there's hardly any subject so often described by poets as freedom. Friedrich von Schiller, German poet, in one of his poems emphatically exclaimed, "Man has been created free, and free again, even if he had been born in bondage." Freiheit, das ist denken und tun und sagen, was man will, ohne allerdings die Freiheit eines anderen zu beeinträchtigen. Freedom means to think, act and speak out as you like.
however, without impairing the freedom of another individual. Wir Bürger der DDR haben über 40 Jahre die Freiheit entbehren müssen. Und nimmt man die 12 Jahre der Nazi-Herrschaft hinzu, dann waren es weit mehr als 50 Jahre, die wir in Unfreiheit gelebt haben. The citizens of the GDR had to live without freedom for over 40 years. And if you add those 12 years of Nazi rule, we had been missing freedom far more than 5 decades. Die kleinen Freiheiten, die es gab, wurden unterschiedlich zugeteilt oder zeitlich begrenzt angeboten. Bis 1961 gab es immer noch die Möglichkeit, die Freiheit wenigstens in Form von Freizügigkeit wahrzunehmen und die DDR zu verlassen. Seit 1961 war auch dies nicht mehr möglich. Eine Mauer in Berlin, eine innerdeutsche Grenze aus Stacheldraht und ein Schießbefehl hinderte die Menschen mit brutaler Gewalt daran, sich frei zu bewegen. The tiny freedoms that existed were differently distributed or offered with time limits. After all, there still had been a possibility up to 1961 to enjoy freedom, at least in the form of free movement, and to leave the GDR. Even that was no longer possible since 1961. A wall came up in Berlin. People were prevented from moving freely by an inner German border of barbed wire and shooting orders. They were stopped with brutal violence. In späteren Jahren allerdings konnten einige Bevölkerungsgruppen, Rentner zum Beispiel, das Land verlassen. Aber Freiheit im eigentlichen Sinne, so wie Sie hier in diesem Land Freiheit ganz selbstverständlich kennen und in Gebrauch nehmen, diese Freiheit war weit und breit nicht erkennbar. Im Gegenteil, ein raffiniertes Beobachtungs- und Bespitzelungssystem hat jeden Ansatz von Freiheit im Keime erstickt. More recently, however, certain categories of citizens were permitted to leave the country, for example, old age pensioners. Yet true freedom, as it is a matter of course in this country, had not at all been discernible all over the place. On the contrary, any approach to freedom was nipped in the bud by a cunning system of spying on people and of informers. Aber in den Herzen der Menschen lebte die Sehnsucht nach Freiheit weiter, die dann im vergangenen Herbst mit Urgewalt hervorbrach. Die Menschen waren die Unfreiheit leid. Sie wollten sich nicht mehr bevormunden lassen. Sie wollten nicht mehr, dass ein anderer, zum Beispiel eine Partei, über ihr persönliches Schicksal, ihre Gegenwart, ihren Berufswunsch und anderes, kurzum, über ihr ganzes Leben und ihre Zukunft entscheidet. Yet longing for freedom never died in people's hearts and powerfully erupted last fall. People were fed up with lack of freedom. They were fed up with patronization. They no longer wanted anyone, for example, a political party, to determine their individual destiny, their vocational options, their present and future life. Wir sind das Volk, war der Ruf der Menschen nach Freiheit. Wir, nicht die Partei. Dieser Ruf hatte ein so gewaltiges Echo im Lande ausgelöst, dass er das verhasste Regime in wenigen Tagen wegfegte. We are the people. These were the words of the call for freedom rather than for a political party. That call was met with tremendous response throughout our country and swept off a hated regime. Wobei ich noch hinzufügen darf, es hat noch niemals auf der Welt eine Revolution gegeben, noch nie einen Umsturz von derartigen Ausmaßen, der unblutig verlaufen ist. Der Hass der Bevölkerung auf das System, die Verachtung, die den Regierungs- und Parteiapparat der SED mit voller Wucht traf, das ganze Staatssicherheitssystem, das zusammenbrach, war ein beherrschter Hass, eine selbstkontrollierte Verachtung.
Zum ersten Male hat sich gezeigt, dass ein beherrschter Wille genauso stark, genauso erfolgreich sein kann wie Waffengewalt und Zerstörungswut als Revolutionsinstrumente. Kerzen, nicht Gewehre, waren die Waffen der Revolution. And let me add in this context, never in history has there been a revolution and a change of such dimensions with no blood being shed. The hatred of the general public against the ruling system, the contempt that hit with full impact the SED government and party apparatus, and to cause collapse of the entire state security system, that was restrained hatred and self-possessed contempt. History has shown for the first time that restrained determination as an element of revolution can be just as powerful and just as successful as the force of weapons and frenzy of destruction. Candles rather than guns had been the weapons of our revolution. Die These des Soziologen Ralf Dahrendorf, Deutschland sei ein Land der gescheiterten Revolutionen, ist widerlegt. Erstmals in der Geschichte der Deutschen wurde die Freiheit von unten erkämpft und nicht von oben verliehen. The sociologist Rolf Dahrendorf once suggested that Germany was the nation of abortive revolutions. His suggestion has now been disproved. For the first time in German history, freedom was conquered from grassroots level rather than granted from the top. In aller Bescheidenheit meine ich, dass die Geschichte, wenn sie sich mit der für historischen Betrachtung notwendigen Distanz dieses Zeitabschnitts annehmen wird, den Bürgern der DDR ein Zeugnis von hoher politischer Reife ausstellen wird. I feel with all modesty that historians, when they will turn their attention to this period in history with the time distance necessary for historic appraisal, they will issue to the citizens of the German Democratic Republic a certificate of high political maturity. Die Bürger der DDR wissen, was Freiheit ist und was sie bedeutet. Ich meine, wer immer in Freiheit gelebt hat und keine andere Form menschlichen Zusammenlebens und staatlichen Willens kennt, wird möglicherweise ihren Wert nicht hoch genug einschätzen. Er wird dazu neigen, die Freiheit zu überdehnen und sie für uferlos und zeitlos zu halten. The citizens of the GDR know about freedom, and they know what it means. Maybe people who had always lived in freedom throughout their lives and never had been exposed to any other form of human togetherness and administration may not really be in a position of appreciating its full value. They may rather be inclined to overstrain freedom and to consider it something without limits in space and time. Der DDR-Schriftsteller Rainer Kunze hat vor einigen Jahren einmal an die Adresse der Bürger der Bundesrepublik Deutschland gesagt, sie wissen nicht, was sie haben. Er meinte damit weniger die materiellen Güter, sondern vielmehr die Freiheit, die Demokratie und die Rechtsform, natürlich letztendlich auch das prallfülle Horn der Marktwirtschaft. A couple of years ago, GDR writer Rainer Kunze addressed the citizens of the Federal Republic of Germany by telling them, you are not aware of your own wealth. He did not primarily refer to material wealth, but rather to their freedom, democracy, and to their legal system. Of course, he had as well in mind the cornucopia filled up to the rim with market economy.
Die Bürger der DDR werden, so glaube ich, mit dem Gut der Freiheit behutsam umgehen. Wir sind aus den Erfahrungen der Vergangenheit, ich möchte fast sagen, ängstlich um sie besorgt. Wir werden sie bestimmt nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. I am quite confident that the citizens of the GDR will handle with great care this treasure of freedom. We are, so to say, almost frightfully concerned about it. From our own experience in the past, we shall certainly not carelessly put it at stake. Natürlich müssen wir uns nach 40 Jahren Abstinenz erst noch an sie gewöhnen. Wir müssen lernen, sie richtig in den Gebrauch zu nehmen. Wir müssen ihre Chancen begreifen und ihre Möglichkeiten ausloten, aber das wird uns gelingen. Of course, we have to get used to it. We have to learn, after 40 years of abstinence, to use it properly. We have to come to grips with its inherent opportunities, but I suppose we shall manage. Die Freiheit werden wir aber nur erhalten können, und zwar nach innen wie nach außen, wenn wir in Europa ein Sicherheitssystem finden, das den Frieden garantiert und damit folgerichtig die Freiheit bewahrt. Dabei müssen wir nicht nur den Blick über die Grenzen werfen, sondern die Veränderung der Kräftebilanzen ebenso berücksichtigen wie die Besorgnisse unserer Nachbarn. However, we shall not be capable of preserving freedom unless we succeed in building in Europe, domestically and internationally, a security system that ensures peace and consequently helps to maintain freedom. In this context, we ought to look beyond our borders and also take into due consideration any change in balance, in the balance of forces, as well as all anxieties of our neighbors. Der Weg der Länder Osteuropas in die Freiheit wird fundamentale sicherheitspolitische Veränderungen in den Staaten des Warschauer Paktes mit sich bringen. Dies ist bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs des Warschauer Paktes Mitte vergangener Woche ganz deutlich geworden. Präsident Gorbatschow hat hierfür deutliche Zeichen gesetzt. Diese Entwicklung öffnet die politische Chance von der bloßen Friedenserhaltung zur gemeinsamen Friedensgestaltung zu kommen. East European countries have embarked on a freedom road. A road which will bring about in the Warsaw Pact countries fundamental changes in terms of security policies. This has become crystal clear at the Warsaw Pact summit last week. Clearly visible signs have been set to that end by President Gorbachev. This development has opened up the political opportunity to move from mere preservation of peace to joint building of peace. In diesem Zusammenhang ist es mir wichtig, Ihrem Präsidenten George Bush für sein schnelles und klares Bekenntnis zur deutschen Einheit zu danken. Die Regierung der DDR lässt sich bei den äußeren Aspekten der deutschen Vereinigung von folgenden Zielsetzungen leiten. I strongly desire in this context to thank your President George Bush for his immediate and unambiguous commitment to German unity. As to the international aspects of German unification, the GDR government is committed to the following objectives. Erstens, die deutsche Vereinigung soll die Gemeinschaft der Europäer stärken und die Entwicklung des KSZE-Prozesses fördern. Die deutsche Einheit soll nicht weniger, sondern mehr gesamteuropäische Zusammenarbeit bringen und die Sicherheit für alle erhöhen. First, German unification must strengthen the community of Europeans and must stimulate progress of the CSCE process. German unity must provide more rather than less all European cooperation and must enhance security for all.
Zweitens, die deutsche Vereinigung soll die Spaltung Europas beenden. Im Zuge der 2+4 Verhandlungen ist es daher unabdingbar, den sicherheitspolitischen Interessen unserer osteuropäischen Nachbarn, insbesondere auch der UdSSR, Polens und der Tschechoslowakei, Rechnung zu tragen. Second, German unification must put an end to the division of Europe. It is therefore indispensable in the course of the 2+4 negotiations to take into due consideration the security interests of our East European neighbors, primarily those of the USSR, of Poland and Czechoslovakia. Drittens, die deutsche Vereinigung soll den Prozess der Überwindung der Blockkonfrontation weiter fördern und hierfür die bereits bestehenden sicherheitspolitischen Bindungen der Deutschen nach Ost und West nutzen. Neutralität ist für ein vereintes Deutschland keine sicherheitspolitische Option. Wir können uns aber ein vereinigtes Deutschland in einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem vorstellen. Der Vorschlag Ihres Präsidenten, die NATO-Strategie grundlegend zu überprüfen und den Weg in ein umgewandeltes atlantisches Bündnis zu beschreiten, zeigt die Richtung auf. Third, German unification must add momentum to the process of overcoming bloc-related confrontation and in this context should take advantage of security links already in existence between the Germans on the one hand and East Europeans as well as the West on the other. Neutrality is no security option for a united Germany. However, we might well imagine a united Germany within an all-European security system. The orientation has been indicated by your president's proposal to basically revise NATO strategy and to embark on a road to transformation of the Atlantic Alliance. Viertens, die deutsche Vereinigung soll dem Abrüstungsprozess einen kräftigen Impuls verleihen. Das Territorium der beiden deutschen Staaten darf nicht mehr die am höchsten gerüstete Region der Welt sein. Notwendig ist eine schrittweise kollektive Abrüstung bis auf ein Niveau gegenseitiger Angriffsunfähigkeit und ein weiterer Ausbau der Rüstungskontrolle, wie sie dieser Tage auf dem Gipfel hier in Washington zum Ausdruck kam. Fourth, German unification should provide vigorous impetus to the disarmament process in Europe. The territory of the two German states must cease to be the world's most strongly armed region. Stepwise collective disarmament is essential down to a level of mutual non-provocative defense, with arms control being further expanded, as has been clearly underlined at the Washington Summit in recent days. Die Entwicklung sollte der KSZE eine eigene sicherheitspolitische Aufgabe zuweisen. Das Ziel meiner Regierung ist eine gesamteuropäische Sicherheits- und Friedensunion, die die bisherigen Sicherheitsstrukturen in Europa ergänzt. An einer solchen Organisation sollten alle KSZE-Staaten beteiligt sein. CSCE, in the course of developments, should be given a security role in its own right. An all-European security and peace union, complementary to existing security structures in Europe, this is the objective of my government. All CSCE states should be involved in an organization of that kind. Es ist an der Zeit, erste praktische Schritte in diese Richtung zu unternehmen und dafür bestehende internationale Gremien und Verfahrensweisen zu nutzen. Unser Vorschlag für einen Einstieg in gesamteuropäische Sicherheitsstrukturen besteht darin, die vorhandenen Gremien der Staaten des Warschauer Vertrages und der NATO in regelmäßigen Abständen tagen zu lassen und damit zunächst einmal gesamteuropäische Konsultationen zu institutionalisieren. Daraus könnten dann KSZE-Räte auf Außen- und Verteidigungsministerebene entstehen.
Eine Grundsatzentscheidung könnte spätestens auf dem KSZE-Gipfel im Herbst dieses Jahres getroffen und ein entsprechendes Mandat vereinbart werden. The time is now to take first practical steps in that direction and for that purpose to take advantage of existing international bodies and procedures. To enter into all European security structures, we propose to have meetings in regular intervals of existing Warsaw Pact and NATO bodies with a view, first of all, to institutionalizing all European consultations. This might give rise to an emergence of CSCE councils at foreign and defense minister levels. A policy decision might be taken on that issue at the latest at the CSCE summit scheduled for forthcoming fall, and an appropriate mandate might be agreed. Diese neue Form der Sicherheit, die hierdurch für alle europäischen Länder gewährleistet werden könnte und die an die Stelle der Konfrontation die Kooperation setzt, schafft Frieden und Frieden garantiert Freiheit. This would ensure a new form of security to all European countries and would be conducive to replacing confrontation by cooperation and to assuring peace, and peace does ensure freedom. Das zweite Element menschenwürdigen Zusammenlebens ist die Demokratie. Sie ist, wie Sie wissen, keine Erfindung der Neuzeit, obschon sie immer wieder neu eingeführt und neu eingeübt wird. Sie ist nicht das Ergebnis eines technokratischen Rechensystems mit plebiszitären Akzenten, keine Theorie, die der Bewährung harrt. Sie ist vielmehr eine Staats- und Lebensform, über die ebenfalls schon die alten Griechen nachgedacht haben und die bereits Aristoteles als dritte Staatsform neben der Monarchie und die Oligarchie stellte. Democracy is the second element of human togetherness in dignity. You're all aware that this is not an invention of modern time, although it is time and again reintroduced and rehearsed. It is not at all a result of a technocratic calculation system with some plebiscite accents attached to it. It is not a theory waiting for verification. It rather is a form of government and life on which quite a bit of pondering had been done as far back as in ancient Greece, and which had been defined by Aristoteles as the third form of government next to monarchy and oligarchy. Die Menschheit war immer auf der Suche nach neuen und besseren Formen des Zusammenlebens. Die Staatsphilosophie hat unzählige Variationen erdacht und entwickelt. Gott sei Dank wurden sie nicht alle praktiziert. Bisweilen gab es groteske Formen und sehr vieles, was sich in der Theorie geradezu faszinierend anhörte, was manche Generation berauscht und benebelt hat, stellte sich nachher und in der Praxis als undurchführbar und als Fehlschlag heraus. Humankind, since times immemorial, had been on the search for better ways of togetherness. State philosophers have thought of and devised countless variations. Thanks God, all of them have not been put into practice. Occasionally, there had been grotesque forms among them, many of which in theory sounded fascinating and used to electrify and befog many people and many generations, but later on they proved to be impracticable and a fallacy. So ist der real existierende Sozialismus, der jahrzehntelang das staatspolitische Leitbild der DDR war, untergegangen. Wohl niemand will ihn in der erlebten und ich füge hinzu, erlittenen Form wiederhaben.
Hence the downfall came to, in quotation marks, socialism as it existed in reality. The policy model of the GDR for decades. I suppose no one wants it back in the form experienced, or let me add, in the form suffered. Demokratie, so meinte einst der britische Premier Winston Churchill, ist die schlechteste Staatsform, die es gibt, aber die beste, die wir haben. Churchill wollte in seiner eindrucksvollen Art, die Probleme auf den Punkt zu bringen, deutlich machen, dass die Demokratie durch keine noch so raffiniert ausgeklügelte andere Staatsform auch nur halbwegs ersetzt oder gar verbessert werden kann. The British Prime Minister Winston Churchill once put it like that: Democracy is the worst existing form of government, but the best one we have at our disposal. Churchill, in his characteristically impressive personal style, obviously intended to bring the issues to the point and to make people understand that democracy cannot even remotely be substituted, not to say improved, by not even by the most cunning and skillful form of government. Die DDR, aus der ich komme, nennt sich unabgekürzt Deutsche Demokratische Republik. Sie ist heute in Übereinstimmung mit dem Namen eine Demokratie, denn sie hat eine Regierung, die aus freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist und die sich auf den Mehrheitswillen des Volkes berufen kann. The GDR, the country I'm coming from, has a full name: German Democratic Republic. It has now come to agreement with its own name, a democracy. Its government has emerged from free, equal and secret elections and consequently derives its authority from the option of a majority of the general public. Aber die DDR war keine Demokratie. 40 Jahre lang hat das SED-Regime den Bürgern einzureden versucht, sie lebten in einer Demokratie, aber das System war alles andere als demokratisch, es war scheindemokratisch. However, the GDR had not been a democracy before. The SED regime had gone to great length through 40 years to make citizens believe that they were living in a democracy, yet in reality, the system was anything but democratic. It was pseudo-democratic. Ich weiß nicht, ob Bürger eines freien Landes, wie Sie es sind, sich vorstellen können, was es heißt, in regelmäßigen Abständen zu Wahlen mehr oder weniger gezwungen zu werden und dennoch bei der Wahl keine Auswahl zu haben. So war es aber. Die Wahlergebnisse, die in der Regel eine 99-prozentige Zustimmung zu den Vorschlägen der sogenannten Einheitsliste erbrachten, zeigten, dass die Grundvoraussetzung der demokratischen Willensbildung, nämlich Wahl durch Auswahl, nicht eingehalten war. I really don't know if citizens of a free country, such as you, can imagine what it means to be more or less forced into ballot booths in regular intervals, and when they are in the booth, not to have any choice at all. But that was life. Election results usually revealed 99% agreement to the names on what was called a unity ticket. This clearly showed absence of the basic prerequisites for democratic opinion expression, that is, election based on selection. Die Berliner, die, wie Sie wissen, ein Volk von besonderem Humor sind, haben im Frühjahr 1989 bei einer solchen Wahl, bei der man einen vorgedruckten Zettel zu falten und in eine Urne zu tun hatte, gesagt: Wir gehen nicht wählen, wir gehen falten. The Berliners are known to be very ready-witted people. And in spring last year, when we had such pseudo-democratic elections,
where voters were asked to do nothing but to fold their voting papers and to put them into the ballot box, they used to say, "We are not going to vote, we are going to fold." Die Deutsche Demokratische Republik bis zum Herbst 1989, das war keine Demokratie, sondern eine Diktatur, weil alles von der Parteizentrale der Staatspartei verfügt wurde. Das war ein Polizeistaat, der der Polizei praktisch einen unkontrollierten Machtapparat in die Hand gab, den sie zu nutzen wusste. Die DDR bis zum Herbst 1989 war ein Staat, der die Bürger bis ins Kleinste bevormundete und ihnen auch keine Gerechtigkeit durch ein unabhängiges Gericht in Aussicht stellte. The German Democratic Republic up to fall last year, that was no democracy, that was simply dictatorship, since everything used to be ordered by the state ruling party. That was a police state, assigning to the police practically uncontrollable power apparatus, and police knew how to use it. Up to fall 1989, the GDR was a state that patronized its citizens to minute details and failed to promise any justice before an independent court. Alles war der Partei untergeordnet, und in einem Lied hieß es, die Partei, die hat immer recht. Grotesker geht es wohl kaum. Everything in life used to be subordinated to the party. As a song said, the party is always right. A real peak of absurdity. Heute sind wir eine Demokratie und die Bürger der DDR sind stolz darauf, dies aus eigener Kraft geschafft zu haben. Aber Demokratie kann man nicht von heute auf morgen perfekt praktizieren. Demokratische Spielregeln muss man lernen und wir sind dabei, sie auf das Bestmögliche zu praktizieren. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass zu den demokratischen Entscheidungsprozessen auch lange Denkprozesse gehören, auch das Vordenken und das Nachdenken. We are a democracy today. And GDR citizens take pride in having achieved that by their own effort. Yet democracy cannot be practiced in perfection overnight. The rules of the game of democracy must be learned, and we are now trying hard to make the best of it. Let me explicitly underline in this context that processes of democratic decision making presuppose extended processes of thinking, both advanced thinking and reconsideration. Politische Arbeit in einer Demokratie ist nicht das flinke Entscheiden aufgrund von schnellen Eingebungen oder leisen Einflüsterungen. Politik ist in einer Demokratie, die immer von einem hohen Verantwortungsbewusstsein getragen werden muss, setzt Kompetenz und Wissen voraus, Wägen und Abwägen. Damit will ich sagen, dass zu diesem Prozess auch immer das Einbeziehen von Fremden, entgegengesetzten Meinungen gehört. Diese müssen immer eine Chance haben, wenigstens gehört und wahrgenommen zu werden. Political action in a democracy cannot mean quick decisions on the basis of swift intuition or low-pitch prompting. Policy making in a democracy, which must always be based on a sense of profound responsibility, it depends on competence and knowledge, weighing and balancing. What I want to say is that different opposite views always must be taken into consideration. Such views must be given a chance, at least a chance, to be heard and perceived. Wer dies nicht tut, gerät sehr schnell in die Gefahr der Arroganz der Macht. Diese hat schon manchen Mächtigen zu Fall gebracht, der es nicht im Entferntesten gedacht hätte. Those neglecting such rules will very soon run the risk
of arrogance of powers. Such attitudes have caused collapse of quite a few of powerful people who would have never dreamt of the danger before. Das eigentliche Übel des Staatssystems, das wir 40 Jahre ertragen mussten, war der diktatorische Zentralismus, der noch aus stalinistischer Verblendung und der völligen Verkennung der menschlichen Anliegen an die Stelle der Selbstbestimmung getreten war. Dieser Zentralismus, der ohne Rücksicht auf die Wünsche der Bürger alles von oben anordnete, hatte die Menschen entmündigt. Dictatorial centralism, resulting from Stalinist blindness and total misappreciation of human concerns, had replaced self-determination. This actually had been the root of the evil government we had to bear for 40 long years. That was centralism in total ignorance of citizens' aspirations, with virtually everything ordered from the top, a system by which people were actually placed under legal disability. Jeder diktatorische Zwang von oben zerstört aber Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft und auch die Freude am eigenen Erfolg. Dictatorial coercion from the top of whatever kind must necessarily destroy individual initiative, sense of responsibility and sense of accomplishment. Gestatten Sie mir abschließend noch einige Gedanken zu den Menschenrechten. Es ist dies das ein Thema, das mich manchmal verzweifeln lässt. Will you kindly give me just a few more minutes for some reflections on human rights? This is a topic which sometimes drives me to despair. Die Menschenrechte sind nach unseren Wertvorstellungen dem Menschen vom Schöpfungstage an und jedem Einzelnen von Geburt an mitgegeben als angeborenes, unveräußerliches, unantastbares Recht. Sie unterscheiden den Menschen von anderen Lebewesen. Sie sind wesentlicher Bestandteil seiner richtig verstandenen Existenz. Human rights, according to our sense of values, have been imparted to men from the very first day of Genesis and have been granted to every single individual as congenital, inalienable, inviolable rights. It is them by which man differs from other creatures. They are major components of man's properly perceived existence. In fast allen Verfassungen fast aller Länder sind die Menschenrechte in bisweilen hochgestochenen Worten formuliert. Die Menschenrechte müssten sich eigentlich, lass mich mal das einmal so salopp formulieren, wohlauf befinden. Human rights are formally laid down in almost all national constitutions, occasionally in over-sophisticated formulations. To put it casually, human rights should be absolutely okay. Ein Blick in die Geschichte und Gegenwart zeigt jedoch, wie brüchig sie sind. Sie werden grob vernachlässigt, missachtet, mancherorts verachtet und mit den Füßen getreten. Und ich meine das wörtlich, es gibt Intoleranz überall, Feindschaften ohne Grund überall, Hass ohne rational nachvollziehbaren Anlass überall. Yet their fragility is likely to come to surface even at a slight glance at history and the present. Human rights are severely neglected, they are disregarded, they are even despised at some places and are trampled upon. And I really mean that literally. There is intolerance all over the place. There is unfounded hostility everywhere and hatred for no reconstitutable reasons. Menschen werden ihrer religiösen oder politischen Überzeugungen wegen verfolgt, vertrieben, eingekerkert, verurteilt. Religiöser Fanatismus, Rassenwahn,
Meinungsterror und vieles andere mehr bringt die Menschen immer wieder um ihre einfachsten Lebensrechte, um ihre Menschenrechte. Eine lebenswerte Welt, von der die Menschen seit Anbeginn träumen, gibt es noch lange nicht überall. Im Gegenteil. People are being persecuted for their religious or political convictions and are exiled, imprisoned and given sentences. People are time and again deprived of their most original rights, their human rights, for religious fanaticism, for racist frenzy, opinion terror, and so on. We are still far away from a world of decent living, a world of which people have been dreaming from times immemorial. On the contrary. In diesen Zusammenhang gehören auch die immer größer werdenden Umweltprobleme. 14 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich an den Folgen der Umweltverbrechen und Umweltvernichtung. Es gibt dicht besiedelte Gebiete auf dieser Erde, wo die Luft verpestet, das Wasser fast ungenießbar, der Boden vergiftet und die Menschen infolgedessen unheilbar erkrankt sind. This is the point at which reference should be made also to persistent aggravation of the environmental problem. 14 million children below 5 years of age are dying annually of consequences of environmental crime and environmental destruction. There are densely populated regions on this earth with the air totally polluted, water almost undrinkable, soil contaminated, and people consequently incurably ill. Wenn wir die Kriegsgefahr besiegen, aber von der Umweltzerstörung besiegt werden, dann waren alle Anstrengungen der Welt, dauerhaften Frieden zu bringen, vergeblich. Eines Tages, so ist kürzlich in richtiger Einschätzung der Entwicklung formuliert worden, werden die Menschen aus den umweltzerstörten Gebieten zu uns kommen, aber nicht um Öl zu erbetteln, sondern Wasser. Should we defeat the danger of war, but allow ourselves to be defeated by destruction of our own environment? All efforts towards a world of lasting peace would have been futile. The day may come, as someone correctly put it in a recent assessment, when people will arrive at our places from pollution-destroyed regions to beg, not for oil, but for water. Dabei nutzt es wenig, wenn die einen sich verantwortungsbewusst verhalten und die anderen nicht. Wenn die einen verantwortungsbewusst die Umwelt schützen und schonen und die anderen sie verantwortungslos zerstören. Denn die Erde hat nur eine gemeinsame Luft, nur eine gemeinsame Atmosphäre und nur ein Wasser. Es ist nicht austauschbar. It doesn't help if some people are responsible and others not. If some are trying hard to save and protect the environment while others don't care at all, and contaminated. There is only one atmosphere to this earth and only one water. Both are not interchangeable. In der DDR wurden in der Vergangenheit unter der Herrschaft des real existierenden Sozialismus schreckliche Umweltsünden begangen. Wir haben das mit großer Bestürzung erkannt und sind jetzt dabei, alles, aber auch wirklich alles zu tun, was wir tun können, um diese Störungen der Umwelt zu stoppen und den Menschen in diesen Regionen eine menschenwürdige Umgebung zu bieten. Wir müssen aber die nationalen Umweltanstrengungen international bündeln und gemeinsam mit den Ländern der Dritten Welt Lösungen finden. Dies Problem duldet keinen Aufschub mehr. Horrifying offenses were committed against the natural environment in the GDR under the past rule of socialism as it existed in reality. We discovered that with profound embarrassment, and we are now doing whatever we can up to the limits of our own capacities to stop the assault on the environment and to offer people in those affected regions
decent living conditions. However, our national efforts for the environment should be coordinated and concentrated at international scale, and solutions ought to be found in conjunction with the nations of the third world. Any postponement of the problem would be impermissible. Den Studenten unter Ihnen möchte ich sagen, bleiben Sie natürlich Ihrer Fachrichtung, die Sie studieren, treu. Aber flirten Sie dennoch mit anderen Fragen der Zeit. Versuchen Sie, über den Rahmen Ihrer Fachdisziplin hinaus die Probleme dieser Welt zu sehen. Ich sage das, weil ich mit fast all meinen Mitbürgern 40 Jahre große Teile der Welt nicht sehen durfte und wir jetzt den Weitblick nachholen müssen. Wir können die gewaltigen Aufgaben, die uns allen bevorstehen, nur lösen, wenn wir sie durch Beobachtung auch wirklich kennen. My message to the students among you: you should stick to your subject. You should remain faithful, of course, to your own subjects, to your own specializations. But why not flirting with other issues of our time? Try to look beyond the margins of your specialization and try to raise your sights to the problems of this world. I know what I am talking about, because just like almost all my fellow citizens, I had been barred 40 long years from seeing large parts of the world. And now we have to make up for that neglected world outlook. We cannot come to grips with the tremendous challenges ahead of us unless we realize them through observation. Junge Menschen aus den USA sollen nach Deutschland kommen. Ich bin ein leidenschaftlicher Befürworter des Jugendaustauschs, des Studentenaustauschs. Nur wenn man an vielen Orten gewesen ist und die Zusammenhänge erkennt, kann man mithelfen, die Probleme zu lösen. Die Sorgen der Welt werden nicht kleiner. Young people from the United States should come to see us in Germany. I'm a passionate advocate of youth and student exchange. You can give a helping hand in settling problems only if you have been to many places and only if you have learned about those problems and their implications. The worries of this world are not getting smaller. In früheren Zeiten mag nationales Denken und Handeln ausgereicht haben, um die Fragen der Zeit zu beantworten. Heute reicht das mit Sicherheit nicht mehr. Die Welt ist enger geworden. Die Probleme der einen sind gleichzeitig die Probleme der anderen. Und an die Hoffnung der einen klammern sich die Hoffnung der anderen an. National thinking and national action may have been sufficient in the past to find good answers to burning questions. This certainly is no longer sufficient today. The world has become smaller. Our problems have come to be the problems of others at the same time. Our hopes are clinging to the hopes of others. Das Lebensglück, das wir alle suchen, ist nicht nur im materiellen Wohlstand verborgen, sondern auch in der Bereitschaft, sich zu engagieren und zu helfen. Nehmen Sie den Vorzug, dass Sie mehr lernen können als andere, dass Sie mehr wissen als andere und in diesem Land auch über mehr Möglichkeiten verfügen als Chance. We are all yearning for happiness, which however is not simply found in material wealth. We find it in our own commitment to help our neighbors. You are given the chance to learn more than others, to obtain more knowledge, and in this country to enjoy more opportunities. Wir sind nur Gäste auf diesem Planeten Erde. Wir sollten uns auch wie Gäste verhalten und diese Welt nicht ausbeuten lassen und ohne Rücksicht auf die Umwelt und die Nachwelt. Nehmen wir unsere Aufgabe, diese Welt zu behüten, ernst, gemeinsam und mit gutem Willen ist es zu schaffen. And this opportunity of learning more, of learning better, of obtaining more knowledge, this is your privilege.
Take it for what it is, a chance. We are simply visitors on the planet Earth. We should behave like visitors and not allow this world to be exploited without bothering about the environment and about posteriority. Let us seriously accept our duty to protect this world. Jointly and with goodwill, we shall overcome. Ich danke Ihnen. Prime Minister de Maiziere has kindly agreed to take several questions in turn from the members of the general audience as well as representatives of the press. May I ask those who would like to direct a question to him to approach the center microphone and begin by giving your name and affiliation. In order to facilitate the translation, please make your inquiries as concise as possible. Again, I would like to ask members of the press corps to alternate with their invited guests. Ich weiß, die erste Frage ist immer die schwerste. I know the first question is always the most difficult one. Schön, dass es eine Frau ist, die erste Frage stellt. It's great, the lady is the first. Ich kann auch Deutsch, aber das soll ich auf Englisch vielleicht stellen. I'm a junior in the School of Foreign Service at Georgetown. I'm really amazed that you have so much concern for the environment. I'm very pleased. Can you tell us a little about the kinds of environmental programs that you want to put into effect into East Germany? We know that the pollution there has been very bad. Could you tell us a little more about the kinds of programs you advocate to repair the damage? Können Sie vielleicht in kurzen Worten sagen, welche Umweltschäden es in der DDR gibt und was die DDR-Regierung tun wird, wenn diesen Schäden mit diesen Schäden verbessert? Ich bin gerne bereit, auf die Frage nach den Schäden zu antworten, aber ich will mich versuchen, kurz zu fassen. Well, I very much like the idea of answering this question about environmental damage caused in my country, but I have to be as short as possible. Und so werde ich wohl Vollständigkeit kaum erreichen. So it's not going to be a complete answer. Die Hauptschäden sind dadurch gesetzt worden, dass wir die gesamte Energieproduktion auf die Verstromung von Braunkohle gesetzt haben. Cause number one, almost all our power generation had been based on lignite, open cast lignite mining. Die zur Verfügung stehende Braunkohle ist ständig schlechter geworden, ist hoch schwefelhaltig und gelegentlich auch salzhaltig. The quality of our lignite deposits has continuously deteriorated, high sulfur content and in many deposits high salt content, high salt levels. Die Kraftwerke verfügen selten über eine Entstaubungsanlage, nie über eine Entschwefelungsanlage. Most of our power plants, of our power stations, do not have dust removal filters and equipment, and none of them is equipped, is furnished with a desulfurization system. Jährlich wurden bisher etwa 5.5 Millionen Tonnen Schwefel über unserem Land ausgebreitet. 5.5 million tons of sulfur have been admitted to the air annually. Wir werden den Braunkohleneinsatz
drastisch senken. Wir hoffen in den nächsten 3 bis 4 Jahren auf etwa 60% des Braunkohleneinsatzes zu kommen und gleichzeitig es zu schaffen, dass Entschwefelung und Entstaubung geschieht. So, action number one. Lignite mining is going to be drastically reduced in 3 or 4 years from now. It's going to be reduced to 60% of what it is now. And at the same time, we should go to great length to install desulfurization equipment. Zweiter Hauptschaden ist, Sie wissen, dass die DDR über eine relativ große Chemieindustrie verfügt. Second cause of damage, the GDR has a wide-ranging chemical industry. Die Abwasser der Chemiebetriebe fließen häufig ungeklärt oder nur gering geklärt in die Flüsse. Most of the sewage flows or is discharged right away and unclarified into the rivers. Unsere Flüsse sind zum Teil so zu Abwasserkanälen verkommen. And since all the waste goes unhindered, most of our rivers have become sewage canals. Unser Umweltminister hat mir vor wenigen Tagen erzählt, dass ein relativ kleiner Fluss, die Werra, inzwischen ein solchen Salzgehalt hätte, dass man ohne weiteres Hochseefische darin schwimmen lassen könnte. My Minister of the Environment a few days ago told me that one of our small rivers called Werra has salt levels, or the salt level in this river has increased to the extent that even sea fish could be bred in those rivers. Dritten Schwerpunkt möchte ich nennen, dass wir über Jahrzehnte hin keine Entsorgung von Abfallprodukten aus der Chemieindustrie, insbesondere Schwermetalle und Ähnliches, vorgenommen haben. No systematic waste disposal had been attached to our industries, primarily basic industries, for example heavy metals and so on. They were not systematically disposed of. Viertens, in der Abfallbeseitigung haben wir völlig unsortiert Abfälle in leergeräumte Tagebaue geschüttet und damit große Gefahren für Grundwasserversorgung gestellt. We had tried all the time to get rid of the waste, but we usually dumped it simply into open pits without any sorting, without any differentiation, and we caused severe contamination of our groundwater. Und vielleicht als letztes Beispiel, wir haben ein Kernkraftwerk betrieben bis vor wenigen Tagen, das vernünftigen Sicherheitsanforderungen offenbar nicht standhält. Und wir haben die schwere Entscheidung treffen müssen, es abzuschalten, denn es lieferte immerhin 6% unserer Energie. 6% of our power had been generated by a nuclear power station, which did not at all comply with the international safety criteria. So a few days ago, we had to take that very serious and difficult decision to shut it down. Ich denke, das genügt an Problemdarstellung. Maybe that's enough in a nutshell, as far as the problems are concerned. This is addressed to Your Excellency in your role as the head of the CDU. To what extent do you believe that the support for the CDU by the population of East Germany, is there a deep philosophical commitment to it? And do you think it could possibly alter the political balance of power in West Germany vis-à-vis the SPD? Welche Unterstützung genießt die CDU bei der Bevölkerung der DDR und in welcher Weise könnte dies von Bedeutung sein, wenn der Verein in Deutschland, also die Rolle, die die CDU im gesamten politischen Leben spielt, auch als Gegenspieler zur SPD? Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man in einem solchen Kreise auch noch parteipolitische Fragen beantworten soll. It's quite a job, you know, to be confronted, to be exposed to party policies, such an audience. Zunächst kann ich sagen, dass bei den ersten freien Wahlen die CDU, meine Partei,
41% der Wähler Stimmen erhalten hat. So, when we had our first free elections, my own party, the Christian Democratic Union, CDU, won 41% of the vote. Während die SPD etwa 22% der Stimmen erhielt. And 22% of the votes were gained by the Social Democrats. Die Zusammenarbeit mit der bundesdeutschen CDU ist gut. Our cooperation with the CDU of the Federal Republic is good. Insbesondere im Wahlkampf haben wir durch den Einsatz von vielen CDU-Mitgliedern der Bundesrepublik Unterstützung gehabt. They strongly supported us in the campaign and sent a number of CDU political leaders over to the GDR. Wir überlegen jetzt schrittweise die beiden Parteien zusammenzuführen. We are now thinking of getting the two parties gradually merged in a stepwise manner. Wir sind allerdings der Meinung, dass dem eine sehr genaue Programmdiskussion auch über Fragen beispielsweise des Umweltschutzes oder ähnliches vorausgehen muss. However, we strongly feel that such a merger should be preceded by very profound programmatic discussions on strategies and policies, for example, in the context of environmental control. Meine Frage ist eigentlich eher persönlich. Mich würde interessieren, wie Sie nach einer Wiedervereinigung Ihre Rolle sehen. Was glauben Sie, was Sie machen werden oder was würden Sie gerne machen? May I translate for the audience? How do you see your personal role after German unification? What would you like to do? What kind of position and what are you going to do? Die erste und einfachste Antwort, die ich geben könnte, wäre die mal wieder ausschlafen. Well, the best thing would be to have a full night of sleep and relaxation. Aber ich will mich um eine genauere Beantwortung nicht drücken. But I'm not going to chicken out and I'm not going to evade an answer. Ich sage ganz ehrlich, dass ich im Moment noch nicht so sehr darüber nachgedacht habe, was ich dann tun muss, sondern mehr darüber, was ich jetzt tun muss. Well, I'll tell you quite frankly, I simply did not have the time so far to think of what I am going to do after unification. Und I'm keeping myself quite busy thinking what I have to do now. Und ich denke, ich habe auch eine große Chance, dass ich mein Handeln nicht unbedingt danach einrichten muss, ob ich bei einer nächsten Wahl denn vielleicht wiedergewählt werde. You know, I have a great advantage. I do not absolutely depend on re-election. This is my very particular situation. Diese Regierung hat ja überhaupt eine einmalige Aufgabe. Sie muss sich überflüssig machen. You know, this government has an unprecedented... My government has an unprecedented mission. It has to make itself unnecessary. Aber was ich wirklich dann mache, weiß ich im Moment ehrlich noch nicht. Really, und ich denke, ich müsste es auch mit meiner Familie besprechen, die im Moment so zu kurz kommt, dass das auf Dauer nicht zumutbar ist. Well, really, I do not know yet what I'm going to do then. But I think I have to consult with my family, because I am neglecting all of them awfully right now. And I think this must be changed. Ich weiß im Ganzen nicht, ob ich in der Politik bleibe, obwohl einige meinen, ich sollte dies tun, aber ich habe auch einen sehr schönen Beruf, ich bin Rechtsanwalt. Maybe I'll stay in politics. Certain people say I should, but as a matter of fact, I have a very beautiful profession, I'm a lawyer. David Cullen, La Roche College, Pennsylvania, in Pittsburgh. I'm with the Fund for American Studies Institute on Comparative Political and Economic Systems. My question is on a little different light. With the impending, unification, how do you feel about many of the Polish, in Poland, many Polish people coming across and saying they're frightened about a unified Germany would infringe on Polish borders. How would you respond to that, sir? Wie ist Ihre Reaktion auf die Befürchtung?
Richtungen, die es, so wie wir gehört haben, bei den Polen zum Beispiel gibt, bestimmte Ängste, Einheit Deutschlands, Besorgnisse um die Sicherheit der polnischen Grenzen. Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass das polnische Volk in seiner Geschichte mehrfach unter den Druck seiner Nachbarn, insbesondere seiner deutschen Nachbarn, geraten ist, sodass wir solche Besorgnisse wirklich ernst nehmen müssen. So first of all, our point of departure should be the assumption that the Polish nation, that the Polish people repeatedly in history had come under pressure by its neighbors, primarily the Germans. So their anxieties should be taken seriously. Beide deutschen Regierungen gehen davon aus, dass sie keine Gebietsansprüche an Polen stellen. Und wir werden dies auch in einer gemeinsamen Erklärung beider deutscher Parlamente bekräftigen. The two German governments have formally declared that they have no claims of whatever kind on Polish territory. And these statements and declarations will have to be and will be confirmed and reaffirmed by a joint declaration of the United German Parliament. Beispielsweise bei einer der Tagungen im Rahmen des 2+4-Prozesses, bei der es um die Fragen der Grenzen des zukünftig einigen Deutschlands geht, wird Polen beteiligt sein. Poland, for example, will be present at one of the sessions of the 2+4 negotiations, the session at which discussions will be held on the borders of future United Germany. So dass damit auch eine völkerrechtlich verbindliche Aussage gegeben sein wird. So the conclusion to be drawn then will be valid and binding in international law. Entscheidend ist für mich aber, dass das geeinte Deutschland in verschiedene europäische Formen integriert ist. But you see, United Germany, and this is the point, the most important point to me, must be integrated with all European structures. Und je mehr ein Land Teile seiner Souveränitätsrechte an gemeinsame Institutionen abgibt, desto weniger ist es in der Lage, mit seiner Souveränität, seiner ungebrochenen, völligen Souveränität Schaden anzurichten. And the more sovereignty rights are transferred by a country to international bodies, the less this country will be capable of abusing its own full and complete sovereignty to cause damage to others. Sir, you speak of a reunited Germany being a part of a new NATO, that it would be harmful to be neutral, but in a new NATO. And I'd like to hear more about what your vision of this new NATO is, and if you can reconcile it between the United States' vision of NATO and the Soviet Union's vision of NATO, politically and militarily. Sie haben mit Ihren Ausführungen etwas über die Veränderung des Charakters der NATO gesagt zu Anfang. Wie soll sich die NATO verändern und wie sollen sich überhaupt beide Pakte verändern? NATO und auch der Warschau. Die beiden Militärbündnisse sind in der Zeit des Kalten Krieges entstanden. The two military alliances have come into being in Cold War. Und sie besaßen, selbst wenn sie sich als Verteidigungsbündnisse definierten, die Fähigkeit anzugreifen. They put on themselves the label of defense alliances, but both of them were capable of attacking each other. Wir sind der Meinung, dass die Bündnisse die konfrontativen Elemente abbauen müssen. The confrontational elements, this is our view. The confrontational elements must be dismantled in either alliance. Das hängt natürlich davon ab, wie weit es gelingt, bei Abrüstungsverhandlungen zum Erfolge zu kommen. Of course, this will very much depend on headway made in disarmament negotiations. Aber es hängt auch davon ab, wie die Struktur und insbesondere wie die Strategie eines Bündnisses aussieht. But it will also depend very much on the structure, on the organizational setup and
on the strategy of a given alliance. Auf diesen Feldern sehe ich Veränderungsnotwendigkeiten. Here are needs for action. Und wir sind der Meinung, dass die politischen Momente der Bündnisse eine Zusammenarbeit in anderen Feldern, beispielsweise bis hin zur Kultur, bis zum Studentenaustausch, bis all die Dinge, die unter politischen Dingen zu diskutieren sind, gestärkt und hervorgehoben werden sollten. So what should be the change? The political aspects of the two alliances should be expanded and should be intensified and enforced and enlarged to include cultural cooperation, student and youth exchange and many, many other peaceful aspects of life. Wie Sie vielleicht wissen, hat in der vergangenen Woche, oder es war Anfang dieser Woche, nein, vergangenen Woche, der Warschauer Vertragsgipfel in Moskau getagt. Und wir haben vereinbart, dass Regierungsvertreter in einer gemeinsamen Kommission eine gesamte Überprüfung des Warschauer Vertrags vornehmen sollen und möglicherweise schon in diesem Herbst weitgehende Entscheidungen für die Zukunft des WVO getroffen werden. And as far as the Warsaw Pact is concerned, we had our latest summit last week. At that summit meeting, a committee, an ad hoc committee was appointed to revise the profile and the structure of the Warsaw Treaty, and it is highly probable that still in next fall, in forthcoming fall, decisions will be taken in that direction. Und von daher schauen wir natürlich mit besonderer Spannung, auch nachdem wir den neuen Punkteplan von Präsident Bush kennen, auf den NATO-Gipfel in den nächsten Wochen. And in this context we are really looking forward in great tension and with great expectations to the forthcoming NATO summit. The more as we have the 9-point proposal of President Bush. Vielen Dank, Herr Präsident. Mr. President, I'm Heidi Kurt from Western Germany, Federal Republic of Germany, and I don't really have a question for you. I just want to express my thanks and appreciation of your honesty and genuine concern about the fellow human beings and the environment, which I often miss in politicians nowadays. Ich möchte Ihnen keine Frage stellen. Ich möchte Ihnen nur recht herzlich ganz besonders danken für Ihr Engagement für die Umwelt, denn das ist etwas, was uns von Politikern heutzutage selten wird. I think I will let that young man have the last word tonight. Thank you for joining us. Would you please allow Father O'Donovan and the Prime Minister to exit the hall before you try to leave? Thank you. Later today, the East German Prime Minister addresses the National Press Club, and that appearance can be seen Sunday night at 10 o'clock Eastern Time, 7 on the West Coast. Coming up next on C-SPAN, we will take a break for some schedule information. Then we invite your questions and comments on the subject of U.S. relations with Mexico. That's the topic on the first segment of our morning call-in.